Willkommen zurück bei Spelunky von Wolfbite LP. Ja, wir sind immer noch auf Großwildjagd. Und ich würde sagen, in der Mine werden wir das auch gleich weiterführen. Ich hoffe mal, es wird funktionieren und wir können unsere Jagd erfolgreich beenden, indem wir den größten Schatz finden, den wir hier kriegen, nämlich Olmecs Kopf. Naja, Olmecs Kopf ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben gesagt, denn Olmec ist nur ein Kopf. So, jetzt fällt mir gerade auf, dass ich vergessen habe, mir den Timer zu stellen. Leute, was gibt's bei euch Neues? Bei mir nix. Bei euch vielleicht, ich weiß es ja nicht. Vielleicht habt ihr irgendwas Neues jetzt erlebt. Irgendwas Tolles. Könnt ihr mir davon berichten. Würde mich freuen, wenn ich mal irgendwas aus eurem Leben vielleicht höre. Wäre ja mal was anderes. Statt dass ich immer nur von euch, von mir erzähle, dass ihr mir was von euch erzählt. So, na, böse Spinne. Greift die mich einfach an. Mopsi, zum Angriff. Das nenne ich einen mutigen Hund. Der rennt glatt voraus, aber so weit sollte er dann doch nicht vorausrennen. Nicht alleine. Ist halt ein Jagdhund. Bei Jagdhunden ist das so. Mopsi, mitkommen. Ja, der erledigt hier alles. Wo kann ich den jetzt halbwegs sicher positionieren? Ach, komm. Das ist doch ein braver Hund. Hat hier alles fertig gemacht und wir können gleich weitergehen. So, wir haben genug Geld. Komm, da geben wir mal ein bisschen was aus. Ach, dafür habe ich jetzt kein Geld mehr. Gut. Aber zumindest Spikes und unser liebes Cape habe ich bekommen. Das ist schon mal gar nicht mal so schlecht. Ja, die anderen, die Sprungschuhe hätte ich zwar auch ganz gerne noch gehabt, aber was soll's. Ich meine, man kann im Leben nicht alles haben. Oftmals viel zu teuer. Spelunky spiegelt da die finanzielle Situation relativ gut wieder. Man möchte alles, aber man kann nicht alles haben. Ja, und ich bin mal wieder zu doof, das Cape zu benutzen. Warum? Fragt mich nicht. So, ganz langsam und vorsichtig die Spinne zermatschen. Darüber würde ich aber schon ganz gerne noch, weil der Mopsi ist. Und natürlich das liebe Geld, das will man ja auch nicht zurücklassen. Vielleicht finden wir einen Markt, der dann sogar noch ein Jetpack hat. Das ist ja das Bessere als das Cape. Das Bessere als das Cape. Nein, Deutsch mal wieder schwer, aber es liegt daran, es ist mal wieder brühwarm. Furchtbar heiß hier drin. Ich finde es ja immer schlimm, dass es so warm wird. Ich brauche Winter. Wintertemperaturen sind meine Temperaturen, ich sag's euch. Die Kiste, für die wir den Schlüssel brauchen. Ich würde sagen, Mopsi, du rennst mir ja eh wahrscheinlich gleich nach. Von daher kann ich die Kiste gerade mal mitnehmen. So, Kiste hier runter. So. Gucken. Kommt Mopsi. Das Cape ist schon mal gut. Damit sind wir relativ gut beschützt. Jetzt habe ich natürlich die Kiste oben gelassen. Das war doof. Ja, komm, die gehe ich holen. Solange wir keinen Schlüssel haben, muss ich die Kiste halt hinterher schleppen. Da haben wir hier gerade... Ah, da ist er schon. Der Schlüssel. So, wie komme ich denn da jetzt am... Ja, komm. Eins halt mehr oder weniger ist ja auch wurscht. Nö, das ist mir nicht wert. Kann ich mir dich leisten? Ja, komm. Habe ich noch einen Sklaven mit dabei? Ich glaube, im Notfall opfere ich ihn. Verdammt. Ja, das ist gut.
hilft mir gar nicht mal so schlecht mit, hier alle kaputt zu machen. Aber mein Leben könnte wirklich besser sein. Nee, nee, da gehe ich nicht lang, weil sonst springt mir da mein Sklave gleich wieder in den Abgrund. Sklave, ich wollte mir nur den Pfeil holen. Mach jetzt nichts Falsches. Bevor der mir in die Instant Death Spikes rennt. Ja, gut, er ist vorausgegangen, hat sich den Schaden abgeholt. Besser als wenn ich das mache. Da ist die Frau, da komme ich aber nicht dran. Schade. Aber soll's. So, nichts wie durch. Läuft irgendwie nicht so richtig heute. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ach, ich sehe ihn schon, ja. Hier. So, Tor zum Schwarzmarkt ist offen. Aber das Geld langt bei weitem nicht, um mir im Schwarzmarkt das Ankh zu leisten. Kriege ich denn jetzt noch haufenweise Kohle her? Das war jetzt doof. Aber wenn der Typ da drüben... Ja, der wirft und trifft mich und tut Aua und... Ey. Kompass, Kletternschuhe. Ja, jetzt habe ich es mir im Schwarzmarkt versaut. Da komme ich so nicht mehr hoch, außer ich kaufe mir jetzt noch die Seile. An die ich wahrscheinlich auch so nicht dran komme. Ja, nee, das hat glaube ich keinen Sinn. Ich fürchte, der Run ist gleich vorbei. Ich habe mir jetzt ziemlich viel versaut. Ich habe keine Bomben, keine Seile. Hab zwar mein Cape und meinen kleinen Sklaven, aber... Und es ist dunkel. Ja gut, hier... Im Dunkeln finde ich ja eh des Öfteren mein Ende. Pasch spielt Payday 2, das ist schön für den lieben Pasch. Statt dass er mit mir mal aufnimmt, aber gut, ist seine Sache. So, mein Sklave wurde wahrscheinlich gefressen. Ne, der lebt sogar noch. So, gibt Küsschen und wir sind immer noch am Leben, erstaunlicherweise. Gut, so viel dazu. Ich wollte eigentlich den Stein da reinschmeißen, aber gut, machen wir nochmal. Kommt, Leute. Wie viel Zeit haben wir noch? Ich guck mal gerade auf die Uhr. Ach ja, ein bisschen was haben wir noch. Obwohl, ne, ich... So viel Zeit, wie wir noch haben. Möchte ich euch was anderes zeigen? Nämlich spielen. Ja, Tagesaufgabe könnten wir auch noch machen. Wir nehmen uns jetzt nämlich mal, was weiß ich, hier, das hier. Na, oh, zwei Siege. So, ich zeige euch jetzt nämlich mal diesen Mode. Hier geht es nämlich darum, sich gegenseitig umzubringen. Wer als letzter lebt, gewinnt. So, Strategie ist, sich verstecken. Die Geister können einen jetzt hier so ein bisschen blockieren. Ja, der hat jetzt Klebesud. Ich muss jetzt hier ein bisschen taktisch umgehen. Verdammt. Nein, nein, nein. So, jetzt habe ich... Peitsch mich nicht kaputt. Seht ihr, jetzt habe ich zum Beispiel alle besiegt. Damit habe ich die erste Partie gewonnen. So, jetzt kann ich die Arena wechseln, nehmen wir rollende Felsen. Jetzt beginnt die nächste Runde. Ich weiß, an sich ist es relativ banal. Diese Waffe da unten, die ich jetzt leider nicht mehr erreichen kann, ist übrigens die Plasmakanone. Hatte ich ja noch nie, die würde ich gerne mal aufsammeln. Ja, es geht hier relativ schnell, dass man stirbt. Spinnengrube, na super. Das wäre die Arena für meine Freundin.
Oh, da ist die Plasma. Los, komm. Nein, ich will die Eimer haben. Wow. Von hier aus kann ich leider nicht in mein Tagebuch gucken, sonst würde ich euch die Plasmakanone mal zeigen. Seht ihr, und so sieht das Ganze dann aus. Ist nicht wirklich spannend, aber ist, glaube ich, mal für zwischendurch ganz lustig. Kann man sich mit seinen Freunden ein bisschen, ja, umkämpfen im Todeskampf. Ach komm, wenn wir schon dabei sind. Zeige ich euch doch mal einfach hier jede Arena einmal. Und dann ist gut. So, dann nehme ich aber dafür mal jemand anders, statt unseren Großwildjäger, nämlich den lieben Van Helsing. Und ihr habt ja gesehen, die Plasmakanone schießt so ein bisschen. Also schießt so Energiewellen. Hier ist das Wichtigste, einfach nicht runterfallen. Gut, der Wikinger hat mich besiegt. So, nächste Arena. Dann gehen die jetzt einfach alle einmal durch. Dann haben wir nämlich den Part voll und ihr seht mal hier ein bisschen, wie ich mich dabei schlage, mich mit anderen zu prügeln. Okay, der hat mich hier einfach weggesäbelt. Der ist gut. So, das hier hatten wir auch noch nicht. Ja, der Fels in der Mitte, der ist gefährlich. Kann einem nämlich ganz schnell zu Verhängnis werden. Die hat jetzt sich Escape gleich gekrallt. Wow, ja, ich bin schon wieder tot. Und der mit der Shotgun wird wahrscheinlich der Sieger sein, ja. Gut, wenn er noch einmal gewinnt, ist er der Gesamtsieger. Seht ihr mal, wie schlecht ich bin. Kisten, das hatten wir. Die Arena hatten wir noch nicht, genau. Verdammt, ich bin nicht rausgekommen. Gut, hat mal jemand anders gewonnen. Spieler 3. Nämlich kann man auch hier als Geist so ein bisschen rumfliegen. Aber ihr seht hier, die Kämpfe sind eher ein bisschen, ja, sind kurz gehalten. Man kommt nicht wirklich dazu, viel zu tun. Weil es eigentlich nur darum geht, wer sich am schnellsten totprügelt. Beziehungsweise wer die besten Items in die Hände bekommt. Ja, das war jetzt mein Sieg. Weil ich ihn eingefroren habe. Ja, und das... Achso, es geht noch weiter. Okay, dann werde ich euch vielleicht doch nicht jede Arena zeigen. Och Gott, ich glaube, ich bleibe hier einfach stehen und hoffe, dass die alle in Tiki-Fallen rennen. Das ist, glaube ich, das Beste, was man hier tun kann. Wow. Okay, wer stehen bleibt, wird scheinbar von diesem Visier getroffen und kippt tot um. Wer Spieler 4 gewinnt, die hatten wir auch noch nicht. So, Baumhäuser, ihr seht es. Trivial. Die Maps sind ganz lustig gestaltet. Dennoch. Und man kann reichlich Spaß damit haben. Und der Wikinger hat jetzt dieses Spiel gewonnen. So, ich würde sagen, damit beende ich aber mal den Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß dabei, zumindest so ein bisschen hier zuzugucken mit dem ganzen Gewimmel. Und beim nächsten Mal gebe ich mir ein bisschen mehr Mühe, hoffe ich, und wir gewinnen. Bis dann, euer Wolf.